Guten Tag, liebe Schülerinnen und liebe Schüler, und willkommen zum Deutschunterricht für die vierten Klassen Mittelschule für das neunte bzw. zwölfte Lernjahr. Unser Thema heute ist begleitetes Fahren. Mein Name ist Tanja und ich bin eure Lehrerin für heute. Und was sind unsere Lernziele für heute? Also, wir entnehmen Informationen aus dem Video zum begleiteten Fahren. Danach erklären wir diesen Begriff, also was ist begleitetes Fahren überhaupt, mit eigenen Worten. Und danach sprechen wir über Vor- und Nachteile des begleiteten Fahrens, also wir schreiben sie auf. Und am Ende sprechen wir auch über die Möglichkeit für begleitetes Fahren in Kroatien. Darüber hinaus schreiben wir noch einen Aufsatz dazu als eine kleine Übung für das Staatsabitur. Diese Stunde braucht ihr, wie für jede Stunde bisher, ein Heft, ein Blatt Papier, Bleistift, Kugelschreiber und natürlich Internet, Zugang mit Handy, Tablet oder Computer. Ganz wichtig sind auch diese Ikonen hier, also das Büchlein heißt Lesen, wir haben dann einen Kugelschreiber, Mikrofon sprechen, Play ansehen und Pause. Und sehr wichtig, ihr könnt ja immer in jedem Moment auch eine Pause machen. Also legen wir dann los. Die erste Aufgabe ist, unter diesem QR-Code oder unter diesem Kurzlink bit.ly/ großgeschrieben Video BF17 findet ihr ein Video. Es wäre sehr gut, zuerst dieses Video ohne Ton anzuschauen. Und euch Notizen zu machen oder so Vermutungen, worum es wohl in diesem Video so geht. Das Video ist nicht lang, so etwa 2 Minuten dauert es. Also schreibt mal, worum geht es da? Seht euch bitte das Video jetzt noch einmal an. Also QR-Code und Link sind dieselben. Und beantwortet bitte die folgenden Fragen. Wohin fahren die Jugendlichen? Mit wem fahren Sie im Auto? Warum ist ein Erwachsener mit Ihnen im Auto? Wie lange fahren wollen die Jugendlichen das Auto? Wann reagiert der Beifahrer ein bisschen beängstigt? Der Beifahrer Suvozač, ein Erwachsener, odrasla osoba, muško groda, es gibt auch eine Erwachsene, to by byla žensko groda. Warum ist man sich manchmal unsicher beim Fahren? Und wie fühlen sich die Jugendlichen nach dem Fahren? Also schaut euch das jetzt bitte noch einmal an und nehmt euch ein paar Minuten, um diese Aufgabe zu lösen. Und dann kommt die Lösung. Wohin fahren die Jugendlichen? In die Schule. Mit wem fahren sie im Auto? Mit ihren Vätern. Warum ist ein Erwachsener mit ihnen im Auto? Also die Väter sind eigentlich als Begleitpersonen da. Wie lange fahren wohl diese Jugendlichen das Auto? Ja, kurz habe ich hier, es wurde nicht gesagt, aber die haben gesagt, sie fahren nicht sehr lange. Wann reagiert der Beifahrer ein bisschen beängstigt? Also, der Junge ist zu schnell in die Kurve gefahren. Da hatte der Papa ein bisschen Angst. Warum ist man sich manchmal unsicher beim Fahren? Weil die anderen Fahrer gerne drängen. Drängen? Kad vas gurajo, kad vas stavljaju malo pod pritisak ostali, vozači na cesti. Ich hoffe, sowas passiert Ihnen bzw. euch nicht. Wie fühlen sich die Jugendlichen nach dem Fahren? Zufrieden. Also sie haben einige Kilometer dann hinter sich. Und wie kommt man eigentlich zum begleiteten Fahren? Wie kommt es dazu oder was muss man machen, um mit 17 Auto in Begleitung fahren zu dürfen? Hier sind 4 Schritte, die ihr in die richtige Reihenfolge bringen sollt. Ich lese die Sätze durch und dann erklären wir den Wortschatz auf der nächsten Folie. Also, nachdem man die theoretische und praktische Prüfung bestanden hat, bekommt man eine Fahrbescheinigung.
Man muss sich bei einer Fahrschule anmelden und gleichzeitig einen Antrag auf Fahrerlaubnis bei einem Bürgeramt stellen. Man kann frühestens 6 Monate vor dem 17. Geburtstag mit der Ausbildung anfangen. Und nach der Anmeldung kann man mit der theoretischen, aber auch praktischen Ausbildung beginnen. Und hier dann die Lösung. Man kann frühestens 6 Monate vor dem 17. Geburtstag mit der Ausbildung anfangen. Man muss sich bei einer Fahrschule anmelden, Prijaviti se, und gleichzeitig einen Antrag auf Fahrerlaubnis bei einem Bürgeramt stellen. Einen Antrag stellen, predati zahtjev, auf Fahrerlaubnis za vozačku dozvolu, odnosno u slučaju probnu vozačku dozvolu. Bürgeramt, to je ured, da li gradski, županijski, kakav već, ovisi o tome gdje ste. Nach der Anmeldung kann man mit der theoretischen, aber auch praktischen Ausbildung beginnen. Und nachdem man die theoretische und praktische Prüfung bestanden hat, bestehen, položiti, bekommt man eine Fahrbescheinigung. Fahrbescheinigung, doslovce vozačka potvrda, potvrda za upravljanje vozilom, nije vozačka dozvola još uvijek. Dakle, to bi bila kao, nešto kao probna vozačka. Weitere Informationen über BF 17, also begleitetes Fahren mit 17, erfahrt ihr dann auch in diesem Video hier unter dem Link bit.ly/bf17.de oder unter diesem QR-Code. Macht euch bitte Notizen zu den Fragen aus dem Video. Also da werden verschiedene Fragen zu diesem Thema gestellt, also macht euch bitte die Notizen, was das genau ist. Und hier sind einige Informationen, die aus diesem Video entnommen wurden. Jedoch ist eine Information in jedem Satz falsch. Also, da ihr euch auch Notizen gemacht habt, könntet ihr vielleicht jetzt hier diese Sätze korrigieren. Also beim begleiteten Fahren darf man 2 Jahre früher Auto fahren. Was ist hier falsch? Begleitpersonen dürfen nur Eltern sein. Begleitpersonen müssen mindestens 30 Jahre alt sein, aber sie müssen keinen Führerschein haben. Begleitperson kann in Prüfbescheinigung eingetragen sein. BF 17 ist gültig in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Hoffentlich habt ihr die Fehler gefunden. Und hier die Lösung. Beim begleiteten Fahren darf man 1 Jahr früher Auto fahren, also godinu dana prije slobodno vozite auto. Begleitpersonen dürfen nicht nur Eltern sein. Es kann auch eine Tante sein, ältere Schwester und so weiter. Begleitpersonen müssen mindestens 30 Jahre alt sein, aber sie müssen auch einen Führerschein haben. Also es kann nicht jemand ohne den Führerschein sein. Begleitperson muss in Prüfbescheinigung eingetragen sein. Dakle, svi oni koji će biti vama u pratnji, odnosno u Njemačkoj, jel, vozači, mladim vozačima koji su stari 17 godina u pratnji, moraju biti navedeni još prije nego što se dobije ta vozačka, probna vozačka dozvola. Dakle, čim se prijavljuje neka osoba za tu probnu vozačku, mora navesti tko će mu sve biti u pratnji. Und BF 17 ist gültig in Deutschland und Österreich, also nicht in der Schweiz, nur in Deutschland und in Österreich. Gültig, važeći. Seht euch das Video jetzt bitte noch einmal an. Unter diesem selben Link bit.ly/bf17.de oder unter diesem QR-Code und schreibt selbst ein paar Sätze mit falschen Informationen und lasst sie dann korrigieren. Und prüft die Korrekturen, also haben die anderen das richtig korrigiert oder doch nicht. Es wäre auch gut, sich die richtigen Informationen zuerst aufzuschreiben und dann diese Informationen bzw. Sätze ein bisschen umformulieren.
Über das Thema begleitetes Fahren mit 17 bzw. BF17 findet ihr mehr auf der Internetseite www.bf17.de. Da könnt ihr einige Tipps für die Praxis finden. Also welche Tipps werden hier genannt? Schreibt einige auf und dann lest bitte diese Tipps ein bisschen ausführlicher. Denn bei jedem Tipp, wenn man klickt, bekommt man dann noch was Zusätzliches dazu. Wählt dann die drei besten vielleicht für euch oder eurer Meinung nach und macht euch Notizen zu diesen drei, die ihr euch gewählt habt. Und dann fasst diese Tipps mit eigenen Worten zusammen, indem ihr diese Notizen benutzt, die ihr euch aufgeschrieben habt. Und sprecht über diese Tipps mit anderen Personen, beziehungsweise versucht mit eigenen Worten zu erklären, worum es geht. Auf Deutsch oder auf Kroatisch. Also worum geht es ja dann eigentlich? Es geht um die Sprachmittlung. Dakle, ovdje govorimo jetzt schon posredovanju, kad vi o toj temi možete prepričati nešto nekome ko recimo ne govori njemački, pa ćete onda na hrvatskom objasniti o čemu se radi. Ili ćete razgovarati možda s nekim Njemcem o tome, Austrijancem, pa da čujete o čemu se radi, jeste li dobro razumjeli informacije ili niste i sl. Um an Anfang dieses Schuljahres wiederholen wir noch ein bisschen verschiedene Sätze. Sätze sind sehr wichtig für das Abitur, für den Aufsatz, also es ist immer gut zu wissen, was wohin gehört und was zusammenpasst und ob man das erkennen kann. Also eure Aufgabe hier ist, die Satzteile zu verbinden. Was passt zusammen? Bei einigen kann euch ein bisschen die Grammatik helfen, bei anderen halt der Wortschatz und der Sinn des Satzes. Also 2-3 Minuten oder ein bisschen mehr und dann kommt es zur Lösung. Und hier dann die Lösung. Je mehr Kilometer man hinter sich hat, desto sicherer wird man. Dakle, čim imamo je, dakle, što više kilometara prođete, desto, to ste sigurni. Wer ein ganzes Jahr begleitet fährt, ist fast 4000 Kilometer gefahren. Dakle, tko se vozi u prati skoro cijelu godinu, prošao je skoro 4000 Kilometer. Etwa 2/3 der Jugendlichen benennen zwei Personen in ihrer Prüfungsbescheinigung oder Prüfbescheinigung, beides geht, meist ihre eigenen Eltern. Möchte man noch mehr Kilometer fahren, sollte man mehr Begleitpersonen eintragen. Dakle, ovdje imamo, ako želite voziti još više kilometara, trebali biste unijeti još više osoba u pratnji. Dakle, to je wenn rečenica, ovdje bez wenn. Možemo formulirati kao wenn man noch mehr Kilometer fahren möchte, dann sollte man mehr Begleitpersonen eintragen. 5. Lieber einen Erwachsenen mehr als einen zu wenig benennen. Es gibt viele Gelegenheiten, Fahrpraxis zu erlangen. Da glaube ich immer mit Zyklus Infinitiv. Man kann beispielsweise zur Schule fahren und der Papa fährt dann weiter zur Arbeit. Na, jetzt habt ihr einiges über BF17 erfahren. Was meint ihr? Hat das Sinn oder doch keinen Sinn? Also ganz objektiv, welche Vorteile könnte das haben und welche Nachteile könnte das haben? Also schreibt jeder für sich alleine, was könnte da positiv sein bei diesem BF17 und was nicht so ganz. Also überlegt ein bisschen und dann gibt es mögliche Vorteile und mögliche Nachteile. Macht mal hier gerne eine Pause. Und vielleicht gibt es diese Vorteile oder diesen Vorteil. Man sammelt Fahrpraxis und wird sicherer im Verkehr. Fahrpraxis. Dakle, malo ćete skupiti ipak praksu, jel da, voziti okolo i biti ćete malo sigurniji u prometu. Man hat später wegen Begleitung weniger Angst. Dakle, zbog pratnje ćete se manje bojati, voziti posvuda.
Man kann um Hilfe bitten. Можете замолити некога. Ако веќе дуго возите, за помош, ако нешто не знате док возите и слично. Man bekommt Feedback über sein Fahren. Dobit ćete povratnu informaciju u smislu joj. Ja, tako. Nadamo se da ne. Ok, dann mögliche Nachteile, što bi mogli biti nedostaci. Man darf nicht alleine fahren. Ne smijete se sami voziti, nažalost. Eine Begleitperson muss immer da sein. Dakle, uvijek mora biti neka pratnja s vama. E sad, pitanje je da li može uvijek netko biti s vama kad biste vi htjeli nekud ići. Man darf nur in Deutschland und in Österreich fahren. Und in Kroatien darf man nicht. Und wie findet ihr das BF17? Also schreibt eure Meinung. Folgende Ausdrücke können euch helfen. Dakle, sad smo imali prednosti i nedostatke. Sad se ovdje bavimo baš vašim osobnim mišljenjem o toj temi. Und hier sind die Ausdrücke. Meiner Meinung nach ist das BF gut, weil man Fahrpraxis sammelt zum Beispiel. Oder ich finde BF17 doof, denn ohne Begleitung darf ich ja sowieso nicht fahren und so weiter. BF17 ermöglicht den Jugendlichen mehr Fahrpraxis zu sammeln. Deshalb finde ich es sehr toll. Meines Erachtens ist BF17, ich weiß nicht, nicht so super, da man immer mit einer Begleitperson fahren muss und so weiter. Und ich glaube, dass BF17 nicht sehr wichtig ist, weil man ja sowieso nur noch ein Jahr warten muss, bis man den richtigen Führerschein bekommt. Zum Beispiel. Das wären so meine Überlegungen jetzt. Hoffentlich sind eure ein bisschen besser als meine. Gut. Und am Ende der Videolektion eine kleine Aufgabe, also die nicht so sehr klein ist. Das ist zugleich auch eine Übung für das Staatsabitur. Also schreibt einen Aufsatz zum Thema begleitetes Fahren, auch in Kroatien, mit Einleitung, Haupt- und Schlussteil. Einleitung, Uvod, Hauptteil, Glavni dio, Schlussteil, Završni dio. Geht dabei auf die folgenden drei Punkte ein. Dakle, ova tri pitanja ćete obraditi u glavnom dijelu. Was ist begleitetes Fahren und wie wird es erlangt? Welche Vor- und Nachteile hat das für Jugendliche? Und sollte man das begleitete Fahren, BF17, auch in Kroatien einführen? Begründen Sie Ihre Meinung. Dakle, u prvom pitanju morate opisati o čemu se radi. U drugom morate navesti prednosti i nedostatke, dakle općenito. I u trećem morate govoriti o svom osobnom mišljenju na tu temu. Schreibt etwa 200 bis 250 Wörter. Der Aufsatz muss in 5 Teile gegliedert werden. Dakle, nemojte zaboraviti, za ispit državne mature morate sastavak podijeliti u 5 dijelova. Dakle, u uvod, potom odgovori prema trima pitanjima koja su tu i završni dio. Znači, 5 dijelova mora biti. Und dann ist das perfekt. Also, viel Glück beim Schreiben. Und am Ende der Lektion, wie am Ende jeder Lektion, Selbstevaluation, was kann ich jetzt? Ich kann Texte über BF17 verstehen, ja oder nein. Ich kann über BF17 sprechen, Vor- und Nachteile davon nennen. Und ich kann einen Aufsatz über das Thema BF17 schreiben. Hoffentlich schafft ihr das Ganze. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!